Little Nightmares. Wir sind hier an dieser Stelle stehen geblieben und Steuerung ist mal wieder gewöhnungsbedürftig. Ja, wenn man eine lange Zeit nicht gespielt hat. So springe ich, so renne ich, so mache ich die Taschenlampe an. So slide ich, okay. Ach du Scheiße. Die haben sich an einem Kadaver. Boah. Also beim letzten Mal, glaube ich, hier durch diesen Müllschacht gefallen. Wenn ich mich recht entsinne. Und. Oh, da ist ein Gnom. Wie komme ich an dich ran? Obwohl, warte mal. Ich glaube, ich brauche eine Lore und dann muss ich da irgendwie hochklettern und den retten und so. Das weiß ich, glaube ich, noch. Wahrscheinlich brauchen wir das Ding. Also. Zack. Hier kann ich nicht ranspringen, oder was? Was muss ich jetzt machen? Ich komme zumindest nicht an die Leiter. Dem Gnom kann ich nicht helfen. Oder muss ich da was gegenwerfen? Oh nee, okay. Er kommt runter. Hey, komm her. Und jetzt komm mit. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss den gegen die Leiter werfen, oder? Gut gemacht. Und jetzt verpiss dich. Der denkt sich jetzt auch nur so, hä, was macht der jetzt? Wo geht der hin? Aber ich bring dich schon zurück zu deinen Freunden. Alles gut. Ach du Scheiße. Da drüben. Was ist hier? Oh, so einen Raum hatten wir doch schon mit Six im Hauptspiel, oder? Was wurde hier angesehen? Okay. Das ist von den Fleischern der Raum. Ist das denn mit demselben Fernseher? Da liegt jetzt die Kurbel, das heißt... Oh, das heißt, Six war noch nicht da zu dem Zeitpunkt. Okay, sie kriecht da gerade noch durch. Wir machen es nochmal. Okay, mehr gibt es nicht zu sehen. Sie bewegt sich parallel mit uns hier durch. Sie muss jetzt bald den Hausmeister treffen wahrscheinlich. Während der sich noch mit uns hier abmühen muss. Wie war das? So. Steuerung lernen.
stellt sich mir nur die Frage, wie kommen wir da runter? Irgendwie hier hinten lang? Ja, anscheinend. Hältst du dich fest? Ja, richtig. Ich habe diese Leiter-Thematik in den Nightmares nie verstanden, fand das immer scheiße. Oder müssen wir... Alter Gnome! Oder müssen wir ziehen? Nee. Alter, der Gnome! Der backt sich hier durch. Okay, hier müssen wir lang. Und tschüss, Mann. So. So habe ich gesagt. Mucke. Da, das können wir an sich vergessen. Wir brauchen Full Speed. Nee, das reicht niemals. Du musst nicht wegrennen. Ich bin freundlich. Warte, kann ich dich da hochwerfen? Ja. Jetzt mache ich das so und werf dich da hoch. Ja, jetzt haben wir auch den Speed. Warte, 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 warte. Komm her. Du wirst dich nicht von mir verstecken. Lass mich dir helfen. Jetzt kommst du mit und wir machen dasselbe. Und dann haben wir hoffentlich genug Gewicht, um die Lore zu schieben. Dich werfe ich jetzt mal hier ran. Also es ist rätselmäßig viel, viel besser wie das Hauptgame. Also, ich muss sagen, mir gefällt es unfassbar gut.
Zick, zack, zick, zack, zick, zack. Na los, er schafft das. Das ist halt auch die Sache, so viel Interaktion hat Six mit den Gnomen nie gehabt. Sie hat halt... So. Sie hat halt mal die geknuddelt und so und die mal so freigelassen oder irgendwas, aber Kit ist halt hier... Okay, alles klar. Hat viel, viel mehr Interaktionen mit denen. Okay, jetzt geht's hier runter. So. Ihr wisst, was ihr zu tun habt? Los geht's. Ho, ho, ho. Not bad. Muss ich mal sagen. Nicht schlecht. Und mir nach. Okay, die stellen sich da auch schon so bereitwillig hin. Sie wissen, was sie machen müssen. Gut, kommt mit. Ihr seid jetzt meine Arbeitssklaven. Kommst du? Ja, heiz den Ofen an. Ja, und das Teil hat sich schon ein bisschen bewegt, aber wir brauchen noch mehr. Gut. Würde ich sagen, machen wir noch den Bereich hier. Hey, 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 hey. Nicht einer faulen machen. Komm her. Doch deinem Freund hier werde ich helfen. Zack. Kommt ihr? Ich kann euch, kann ich euch schon mitnehmen und zu meinen Sklaven machen? Gut. Die wissen schon, was zu tun ist. Mal sehen, wo es jetzt hier lang geht. Also mir macht das... Ich habe gerade richtig Spaß tatsächlich seit ein, zwei Wochen wieder am Let's Playen. Und ich denke, kann eigentlich gar nicht drüber nachdenken, nochmal so eine Pause zu machen oder so. Weil Metroid Dread macht Fun. Obwohl es sehr, sehr schwierig ist, macht es Fun. Und ja, da brauche ich wieder einen Gnomen.
In den Nightmares macht wieder Spaß. Ich werde so viele Projekte bis Weihnachten dieses Jahr beendet haben oder bis Ende dieses Jahr, dass es einfach nur cool ist. Muss ich tatsächlich sagen. Was? Die leuchtet noch. Warte. Komme ich da wieder ran? Ja, wahrscheinlich nur, wenn wir eine zweite intakte Sicherung bekommen. Okay, und jetzt beginnt, glaube ich, ein bisschen der Horrorpart. Scheiße. Der Hausmeister. Diesen Part habe ich als sehr, sehr schwer empfunden. Zum Glück kann er nichts sehen, sonst hätte uns unser Licht schon längst verraten. Weiß er, wo wir sind? Ja, er weiß direkt, wo wir sind. Scheiße. Vor allem merke ich, dass der Switch-Controller nicht so präzise ist wie der von der PlayStation 4 oder der Xbox. Muss ich leider auch mal sagen. Das ist, ja, das ist scheißegal. Wir machen das jetzt halt mit dem Hebel. Knallen da die eine Sicherung raus. Ich habe eine Idee. Können wir die als Licht quasi mitnehmen? So als permanentes? Weil das kann uns schon ganz schön helfen. Ich nehme das jetzt als meine permanente Lichtquelle. Na komm schon, du Sack. Oh fuck. Renn. Nein. Wieso hast du das Drecksding auch abgelegt? Kid, was hast du dabei gedacht? Oh. Gefällt mir nicht. Also noch einmal. Warum der das nicht schon hört, ne? Okay. Ja, ich mag das mit dieser Lampe, mit dem Schwenken generell nicht. Hallo, wie geht's, Kumpel? Eigentlich die Taschenlampe schön immer auf den Boden richten, um zu sehen, wo wir hinlaufen müssen. Und wo hier Kohle ist und wo nicht. Ja, der Penner kommt uns nach, na klar.
Wieso? Ich hab nicht mal laut gemacht. Ich bin auf nichts draufgetreten. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Oder muss ich warten, bis er da was macht? Muss ich in das Teil oft in der Mitte gehen? Das ist jetzt so ein Abschnitt, den finde ich tatsächlich einfach nur zum Kotzen. Nervig. Erstens, weil die Steuerung nicht funktioniert, weil der Gegner einfach wieder viel zu OP ist. Dududum, der Hausmeister. Ich musste permanent den Stick ganz krass auf dem Boden halten. Dass er auch ja in die Kohle nicht reinlatscht. Weil Kit anscheinend ein Spasti ist. Jetzt gehen wir mal hier hoch und schauen, was der Typ macht. Weil hier hoch wird er ja wohl nicht grapschen. Oh gosh. Der hat durchs Holz gegriffen. Hat er gut gemacht. Der Penner. Hat er durchs Holz gegriffen. Hat er richtig geil gemacht. Er sagt, er zeigt auch manchmal so in Richtungen, da drücke ich auch gar nichts. Ich hasse es einfach. Leuchtet der automatisch die Kohle an? Nee. Wieso? Ich bin in nichts reingetreten. Fick dich, ich bin in nichts reingetreten. In gar nichts. Ich habe alles gemacht, so wie ich es machen sollte. Ach du Scheiße, ist das verbuggt. Das ist einfach nur zum Kotzen. Wartet einen kleinen Moment, ich versuche da durchzukommen. Bis gleich. Okay. Ich habe es gepackt. Die Lösung des Rätsels ist, ihr habt mir jetzt hier rumgesucht und die Scheiße gemacht. Ihr müsst da bei den Holztreppen unten lang latschen. Kann ich das leider nicht zeigen. Und dann halt die Treppe hoch, hier über ein paar Dinger springen. Ihr habt jetzt den Knopf nicht genau auf der Aufnahme. Sorry. Aber das ist einfach nur fucking nervig, weil er hört einen irgendwann immer. Zwingend. Egal wie leise du machst, irgendwann wird er auf dich aufmerksam und findet dich. Und das ist ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach nicht gut gemacht. Also, ist es ja auch eine neue Sicherung oder irgendein Scheiß? Irgendwas, womit ich halt weiterkomme? Okay, hier ist ein Handabdruck. Gehen die anderen Dinger auch auf? Wenn in einem würde ich jetzt so ein Blutegel oder so ein Ding stecken. Komm, ich wollte es in den Eimer springen, aber okay. Können wir das runterschmeißen? Nein. Ja, ein bisschen assi. Muss man ja so.
Ist da noch irgendwas? So in der Mitte? Nee. Wir sind jetzt in irgendeinem ganz anderen Abteil. Das sieht eher wieder aus wie das Gefängnis. Als wie hier irgendwie eine Mine oder so. Oh gosh. Aber wir haben schon ungefähr die Hälfte vom DLC geschafft. Eine neue Sicherung. Yes. I love you. Die werden wir nicht so bekommen, oder? Insofern... Ja, der Penner ist auf der anderen Seite. Klar, sicher. Natürlich. Warum der das nicht hört, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Zack. Die geht natürlich nicht kaputt. Ist klar. Ja, und jetzt machen sie es tatsächlich so, wie ich es angedacht hatte vorhin. Wir nehmen die Sicherung als Licht. Okay. Und so kann ich tatsächlich noch besser navigieren. Kommt uns hinterher, hört uns aber nicht, hört uns aber nicht, hört uns aber nicht, er hört uns nicht. Das heißt, wir haben unsere Ruhe. Oh, hier. Mach hin. Haha. Kannst du nichts machen, ne? Ich kann dir was hinwerfen, was du dir greifen kannst. Hier. Dass wir auch davon keinen Stromschlag bekommen, ne? Das ist... witzig, witzig. Okay, und jetzt ist er wieder einsatzbereit, der Aufzug. Ein cooler Bereich. Die ersten zwei Gnome bekommst du hinterhergeschmissen. Und jetzt... jetzt geht's weiter. Wir machen heute mal einen Überlänge-Part. Mal einen richtig großen Part. Oder schauen wir mal, wie lange noch geht. Einen Moment... ach, 29 Minuten. Ach, das ist scheißegal. Überlänge-Part. Let's go. Komme ich hier durch? Ja. Komme ich auch wieder zurück? Nein. Toll. Wir wiegen zu wenig.
Ach so, das ist der Wagen, der sich bewegt. Ich dachte, das wäre wieder ein Gnom, der irgendeine Scheiße gebaut hat. Die malen da. Okay, das sind auf jeden Fall die, die den Kram hinmalen. Was? Hey. Hey, Mann. Ich tut dir nichts. Komm her. Der zweite. Na komm, ich bin schneller als du, sieh's ein. Ah. Ich hab dich. So. Jetzt brauchen wir noch den hier. Und ich schätze, dass mir da meine Kollegen weiterhelfen. Wow. Danke. Hey. Ihr Spasten. Kommt ihr? Die sind zu blöd dafür. Ihr rafft's nicht, kann das sein? Weil ich muss den ja holen. Die haben da so eine Baggerei mit der Tür, ne? Mach die halt auf, Junge. Ist doch mir scheißegal. Oder muss ich da lang klettern? Dass die mir hier gar nicht helfen können, dass ich mit dem Wagen da lang klettern muss. Oh, so ein Scheiß. Ey, das ist einfach nur zum Kotzen. Das ist nur nervig. Das ist einfach nur nervig. Deswegen, der DLC ist unfassbar verbuggt. Das kannst du mir erzählen, was du willst. Ja, ich muss hier lang klettern. Oh, okay. Ja, ist simpel, aber ja. Ach, immerhin, der eine steht schon bereit, um mir zu helfen, vielleicht. Andere Richtung, liebes Schiff, andere Richtung. Ich muss doch hier runter. Da komme ich nicht hin.
Junge, ich kann nicht mehr. Das ist doch zum Kotzen, ey. Hilfst du mir? Ich schätze mal, dass ich jetzt nicht die Gnome da hinschmeißen muss. Ach, jetzt rollt er nur auf dem kleinen Weg, oder was? Wenn ja, dann ist es jetzt simpel. Da ist sogar ein bisschen Physik dabei, ne? Die Schwingung vom Schiff ist nicht so stark, dass der Wagen halt einmal komplett rumrollt. Sondern... Oh, nur auf einer bestimmten Strecke rollt. Hör mal auf mit Malen. Du malst jetzt stundenlang dasselbe. Komm mit. Bist du behindert? Komm. Meine treuen Lakaien. Ihr bringt mir den Weg in die Freiheit. Ist ja hier richtig Umdenken gefragt. Heiliges. Kommt ihr? Der dritte ziert sich mal wieder. Kommst du? Komisch, dass der Aufzug nicht schon losfährt, wenn die drin sind. Dann wirklich erst, wenn wir hier unten sind. Aber ich muss sagen, das ist ein... Ich glaube, der größte Rätselteil im kompletten... Okay. Im kompletten DLC. Kommt mit und helft mir. Der dritte hat keinen Bock, aber kommt mit. Hey. Ich muss sagen, was hält denn dich jetzt wieder davon ab zu arbeiten? Jetzt bewegt es sich dauerhaft. Sehr gut. Hä? Da kam doch schon der neue Wagen. Was willst du? Ey. Mach was. Arbeite für dein Geld. Ach du Scheiße, wo auch immer wir jetzt hinfahren.
Es ist ja an sich krass, ne? Die kleinen Gnome befeuern hiermit das ganze Schiff. Ich habe euch alle vorher nicht gesehen. Wo kommt denn ihr her? Oh, ihr macht das für mich. Oh. Ihr seid so mega sozial. Ihr seid so viele. Ich will mal nichts sagen, aber schaut mal auf die Schatten der Gnome. Wir werden es noch erfahren. Aber auch sie scheinen von Six zu wissen. Aber was haben die hier für ein Schicksal erlitten? Hallo Lady. Ich denke mal, sie ist sich sehr wohl... Oh ja, sie ist sich bewusst, dass wir oben auf dem Fahrstuhl sind. Errungenschaft freigeschalten. Das Ende ist in Sicht. Sie weiß auf jeden Fall, dass wir da sind. Dass nicht nur ein Kind ausgebrochen ist. Okay, würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Das letzte Chapter. Ja, bis zum nächsten Mal.